Herzlich willkommen bei Gloomhaven mit Cisket. Hallo. Wir sind immer noch in dem Dungeon Ebene der Nacht und müssen irgendein Gefäß, glaube ich, für, wie heißt es, Heil. Die Wir müssen müsst, eine Felssäule zerstören. genau, um dieses Gefäß zu bereinigen. So, da sind wir gerade dran. Dann mal los, 22, 24. Okay, die Wichte, die machen keinen Schaden, aber Warte mal. die verwirren. Ja, super, richtig geil wieder alles. Und so. Ja, ist doch super. Nice, einer ist schon mal weg. Vergiften die immer? Wenn die angreifen, ja, ich glaube schon, ja. Greifen die an jetzt? Nee. Aber die verwirren gleich alle. Ja, aber warte mal. Wenn die jetzt nicht angreifen, ne? Ja, ich befürchte, der Quartiermeister verliert jetzt Karten. Ja. Oh ja. Halb so wild. Leider, muss ich jetzt eine Karte zurückholen. Ja. Dann hole ich mal, ja, die ist gut, ja. Muss die Flüche rausholen wieder. Ja, wirklich heilen braucht er sich nicht, ne? Wenn die ganze Zeit vergiftet wird. So, überspringt das mal wieder. So, die haben alle ihren Scheiß gemacht. Schnell. Und jetzt der eine stirbt durch seine Wunde. Du könntest den Nachtdämon. Wie weit läuft denn dein Typ? Ich glaube, zwei Felder. Moment. Ich sehe es gar nicht. Doch. Denn? Weil wenn ich den trotzdem Bewegung töte. 2. Ja, die Frage ist, wenn du gleich dran bist. Töte den doch dann. Mach es doch einfach. Es ist. Ich würde Nee, alles gut, alles gut. den nehmen und dann nimmst du den. Ne, ich mach den da hinten. Ist schon okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, zack. Oh. Null. Deine Autokanone. Naja. Stimmt, hier habe ich auch noch. Nochmal auf den Nachtdämon, oder? Ja, die Null ist raus, ne? Mhm. Gute Chancen, den zu töten. Ja, nice. Ja, mit dem wollte ich eigentlich das hier machen. Ist nicht schlimm, wenn ich glaube ich eine Karte verbrenne. Aber du durchkreuzt doch so gut wie keinen, oder? Zwei Leute. Sind zwei Angriffe. Ist auch egal. Vielleicht ist es besser erstmal nicht. Dann machen wir, ja. Ach, jetzt habe ich Bewegung überspringen gemacht. Weltklasse!
Weltklasse. Mit. Kann auch stehen bleiben, ist auch gut. Dann ganz so viele Optionen bleiben uns jetzt gar nicht. Und jetzt greifen die schon wieder zwei Ziele an. Ja, das. Ich muss leider nach vorne gehen. Dann machst du einmal, ja, am besten auf eine Elite da, ne? Soll ich denn betäuben? Soll ich die Karte verbrennen? Nein, ne. Vielleicht gar nicht schlecht, oder? Das machen. Ah, ist doch okay. Peter Miete. Ja, die Termite macht gar nicht so viel. Ich werde hier den hier vergiften. Damit hier Und mehr unschlag. Schaden laufen. Nee, 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 dann kriegst du ja zwei Schaden. Nee, 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 nee. Mach ich jetzt nicht. Er geht ein Stückchen weiter nach vorne. Passt schon so. Autokanone. Ja, Oh das ist auf cool, jeden er Fall. kann ein zweites Ziel angreifen. Nice. Ja, siehst du mal. Und jetzt kann der schön hier. Warte, da kommen. Was kommen denn noch für Viecher? Da waren Nachtdämonen, Wichte und diese Tiefenschrecke, ja. Der kann ruhig jetzt mal seinen Bohrer benutzen. Ich Du, war. ich greife eigentlich auch noch an, ne? Du kannst dich auch gerne da nach hinten bewegen. Nee, nee, geht nicht. Ich muss meine Karten zurückholen. Das macht er eh Flüche ohne Ende, von daher. Ah, verstehe, verstehe. So. Damit er nicht ganz. Dann werde ich die nochmal zurückholen und. Gegebenenfalls. Oh, die ist auch nicht schlecht. Es läuft doch ganz gut. So, zwei Wichte sind schon mal tot, das ist gut. Jetzt hat er gleich keine Rüstung mehr. Was willst du machen? Weil immerhin habe ich einen betäubt. Oh, gut, dass der. Gut, dass du den Helm hast. Ja. Kassieren wir mal von allen, ey. Dreckswichte, ey. Sind hier da jetzt bald mal fertig? Ja, das ist der letzte, glaube ich. Nice. Ja. Nee, nee, doch, nee. Was? Der kann ja nichts angreifen, also muss er sich doch bewegen, oder nicht? Ja, ist richtig. Ich hatte gedacht, du kannst zweimal bewegen, aber es geht leider nicht. Ja. Ja, leider nicht. Und dann kannst du dich auch noch bewegen, ist auch gut. Machen wir es so. Ja, ist doch gar nicht, auch nicht verkehrt.
Dann schauen wir mal. 76, ja, das ist schön. Das passt. Guck mal, was für einen Schaden die jetzt machen. Gut, dass ich die betäube. So, ich würde. Oh nein! Was? Was? Ich kann da gar nicht hinlaufen. Wieso? Das Feld kann ich nicht benutzen. Oh, ich wollte den in die Falle schieben. Scheiße. Das ist jetzt aber Kacke. Hättest du wahrscheinlich hier hin gemusst, wa? Nein. Sekunde, ich muss umdenken. Damit kann ich zwei Felder laufen und er hat, glaube ich, noch seine Schuhe. Das heißt, also. Ja, dann muss ich umswitchen, leider Gottes. Ich kann leider nicht fünf. Ja, jetzt muss ich das irgendwie so machen. Was willst du machen? Ich hatte gedacht, ich kann da unten hin, aber geht nicht. Du hast nur noch drei Leben. Ich weiß. Schade. Die Termite. Was macht die? Ja, die betäubt jetzt zwei Gegner. Das ist sehr gut. Ich hatte Gehen die gehofft, der da, zurück, oder? ja, ich hatte gehofft, der da unten stirbt. Machst du einen Angriff noch irgendwie oder so? Was machst du denn überhaupt? Ich? Ja. Ich darf sie jetzt nicht zählen, keine Ahnung. Ich kann einen Standardangriff machen, wenn du möchtest. Ich habe Bewegung 5 und springen. Einen Standardangriff machen. Ja, es hilft ja nicht. Du kommst da nicht dran. Auf mich solltest du nicht zählen, die Runde. Ja, leider wird der Ragnarang dann wieder Sachen verlieren. Was willst du machen, ey? Ich überlege halt, welche zwei ich betäube, Die greifen den Ragnar alle an, du? oder? Nee, nur die beiden, die anderen beiden greifen den Tüftler an. Aber der hat jetzt auch nicht unendlich Leben. Ja, ich muss den und den nehmen. Geht leider nicht anders. Autokanone. Ach, die Autokanone habe ich vergessen. Ja, du Scheiße. könntest. Ja, dann hätte ich den töten können. Ja. Das war dumm. Ja. Da ist er. Ich habe aber auch nicht mehr daran gedacht, dass du die ausgerüstet hast. Dann geh doch trotzdem auf den. Was tot ist, ist tot. Ja, hast du recht. Das war dumm. Na, guck mal. Ja, okay. Hat sich eh erledigt. Ja, mit Termite. Ja, siehst du. Glück gehabt. Ja. Ja, also ich muss jetzt nach der Runde in die lange Rast. Ja, spring trotzdem nach vorne. Dann bist du schon mal die 5 gelaufen. Dann kannst du noch einen Standardangriff machen. Ne? Genau. Dann noch einen weiter, ne? Dann kannst du keinen Standardangriff machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du triffst, aber ja, Wahrscheinlichkeit ist da. Du, ich habe keine Ja, hast du keine nicht. Fluchkarten. Ja. Ja. Gut, der ist in der Agda langen Heinz ist in Rast. der langen Rast, okay. So, was machen wir?
42. Heilung. Ah ja, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Ach, der Ragnarok ist auch in der langen Rast. Ja. Warum ist er dann eigentlich vor mir dran? Keine Antwort. Ragnarok ist nicht vor dir. Achso, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ob das ist da egal, oder? Ja, ich frage mich halt nur, nach welchen Kriterien das geht. Da wollte ich das auf jeden Fall zurück. So, der Tüftler, der wollte eigentlich einen betäuben. Ja, es ist eigentlich egal, ne? Dann kriegt er mal ein bisschen Schaden hier. Das automatische schießt aber noch. Ah ne, da unten geht ja dein Golem drauf, ne? Ja, genau. Theoretisch, ja. Egal. Sollte. Ich wusste, dass die den Nein, heilen. die heilen den alle. Ja. Ich hab mir schon fast gedacht, ey. Bäh. So, wir kommen irgendwie nicht in den letzten Raum hier. Das ist wieder richtig zäh. Das stimmt, das zieht sich. 37 ist aber okay. Und ich kann glücklicherweise einen entwaffnen. Ja, das wird ja noch eine Million Flüche, ne? Ja, und schon mal zwei raus. Boah, das ist richtig übel, ey. Na ja, gut, der Lava-Golem macht zumindest. Nice. Oh, das ist schön. Oder? Ja, jetzt stirbt er. Wenn ich den Edzard mal gesagt, dann hätte ich auf den in den anderen entwaffnet. Jetzt kriegen wir wieder Schaden. Ja, warte mal. Hab nicht so weit gedacht, das tut mir leid. Ja, du kannst sogar beide benutzen, nice. Der Schaden ist gut. Vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so zäh. Ja, gut, ich kann leider. Ich kann mich nur einbewegen, komme ich zu dem anderen nicht hin. Ach ja, ist das wieder das ist richtig spannend, ey. Na, dann stehe ich nachher dem Lava-Golem im Weg. Ja, stell dich doch einfach auf das Gold da unten. Aber der Lava-Golem, der macht auch einen ganz netten Damage, ne? Ja. Sonst könnte ich eigentlich einen Angriff 4 machen, aber kann ich nicht. Ja. Wie viele Flüche hast du noch? Ach, eine Million, ey. Nur noch einen. 8 Millionen, Alter. Na gut, das verkraftet er. Das ist Weil er da erreicht. direkt vergiftet halt. Gut, Tüftler ist in der langen Rast. Hat der noch einen Autokanonenschütz? Ne. Ja. Ja, wir haben noch gar nicht ausgesucht.
Why not? Wir sind kurz vorm letzten Raum. 43. Ja, da mache ich mich schneller. Ja. Es lohnt sich sogar jetzt. Verstehst du? Das lohnt sich sogar jetzt. Du wolltest da Oh Mann, weggehen. sogar eine Wunde. Ja, mache ich auch. Heiltrank haut er sich nochmal eben rein. Die Termite rennt aber auch dauernd mit wenig Leben rum, ne? Da kennt die nix. Was soll sie machen, ey? Ich überlege mir, ob ich den Heinz jetzt heilen soll oder lieber mich um 4. Ja, ich heile lieber mich. Weil ich weiß nicht, ob wir den Tod kriegen oder vergiftet er wieder den Heinz. Er vergiftet sogar dich auch noch. Einen würde ich mir Ist nicht schlimm. glatt die beiden wiedergeben hier. Was macht der Heinz denn? Der macht Vergeltung 1 Schild 1 kontinuierlich. Nice. Dann macht er hier einfach. Irgend so ein Standard, also ein Angriff mit. Oh, ja, genau. Beide Flüche raus. Ist doch genial. Ist doch genial. Hat er jetzt alle raus? Nee, immer noch nicht. Boom. 0 und mal 2. Schade. Das ist mehr als schade. Zum Heulen. Ja. Was macht der 3 oder 4 Schaden? Das heißt, der lebt noch. Ich wusste es doch. Hast du noch einen Standardangriff machen? Ja. Von mir kriegt er sie jetzt auch noch. Ja, dann stirbt er doch. Ist doch gut. Nice. Es passiert doch nichts. So. Ja. Oh, guck mal, dann mache ich sogar die Tür auf. Alles klar. 2, 3, 4. Oh, Just Nachtdämonen. as you're beginning to think that Hale sent you to the wrong place, you gratefully see the outline of a tower in the distance. Ihr fragt euch, ob Heil euch an den falschen Ort geschickt hat. Doch dann erkennt ihr die Umrisse einer Säule in der Ferne. The thing is Das Ding massive, ist riesig und with besteht aus twisting sich ropes of windenden und darkness ineinander weaving their way through the verflochtenen tunnel, Tentakeln aus reaching up purer through an opening in Finsternis, the die cavern's oben durch ceiling eine above you. Öffnung in die Höhlendecke hinausragen. In der Höhlendecke, so. Ach, guck mal, da unten ist ein Schatz. Jetzt wird's interesting. Jetzt müssen wir mal gucken, was die machen. Die laufen beide. Ach, guck mal, das sind normale Gegner. Das heißt, ich kann einen instant töten. Das ist schon mal Das gut. ist sehr schön. Hey, Moment mal. Das könnte ich vielleicht sogar machen. Ich möchte mal gucken. Und was machen die Viecher? Angriff 3 entwaffnen, alle angrenzen, das ist nicht so schlimm. Auf zwei Ziele, ey. Reichweite Ja. 3, Reichweite 3. Das heißt, die kommen da nicht hin. Ich laufe da nicht rein, okay. Halte ich das aus, wenn ich zweimal Angriff 5 kriege? Ja, das halte ich aus, weil. Der Ragnarang kann sich noch einmal heilen.
Haha. Sehr gut. Jetzt kommt der Tüftler. Tüftlers Turn. Ach, der Heinz, der hat sogar Töter einen angrenzenden normalen. Aber ich brauche die Dreier Bewegung. Das heißt, ich kann das erst danach die Runde machen. Das ist aber nicht schlimm. Aber der ist jetzt vor den dran. Das heißt, der Heinz kassiert einmal einen Angriff 5. Das ist auch scheiße. Ah, vielleicht machen wir das auch ein bisschen anders, dass wir erst die Nachtdämonen besiegen in Ruhe und dann hinten die Tiefenschrecke platt machen, oder? Ja, da musst du die halt da rauskommen lassen jetzt, ne? Ja. Okay. Sekunde. Der hat aber auch noch zwei schöne Angriffe hier. Pff, ich kann aber auch mit den beiden Karten. Sekunde, ich muss nachdenken. Wir haben uns entschieden, wir machen es ganz anders. Wir holen der Beschwörerin das wilde Leben zurück. Hallo? Ja, ich bin dabei. Und dann werde ich jetzt beide hier mal einfach mit einem Vorteil angreifen und ein bisschen mehr Schaden. Dann habe ich wenigstens keinen Nachteil und kriege nicht die schlechtere Karte. Mit plus 2 ist gut. Das ist sehr gut. Ja, plus 3 ist auch sehr gut. Ja. Any questions? Yep. So, vielleicht kann ich dann noch. Was kann man denn da noch machen? Oh, der hat noch schöne Karten übrig. Könnte man noch mal die 34 nehmen. Da hole ich mir noch eine Karte zurück. Kurz überlegen. Ja. 34 war schön, die nehmen wir noch mal. Ja. Das war super, du kannst ihn bewegen lassen. Soll ich den jetzt echt da reinlaufen lassen? Ja, der läuft da sowieso nächste Runde rein. Schon okay. Ja, wobei der kriegt dann noch einen Angriff 5 kriegt er ab dann, ne? Aber der hat eine Vergeltung Reichweite 2 Ja, Schaden. Vergeltung, ne? Soll er trotzdem reingehen? Ja, du kannst ja dann drei Felder laufen. Gehst du hier hin, dann macht er noch Vergeltung. Ist doch gut. Also. Hier hin. Der geht jetzt aber hier auf den. Ja, genau. Ach, Dämon. Ach, komm! Das ist ja lächerlich. Ja. Wo soll ich denn hin? Könnte mich einfällt, kann ich pingen, das ist das Problem. Hier hin oder was? Nee, auf der anderen Seite, da wo der Golem ist, links neben dem. Hier? Ja. Ja, könnte es so machen, ja. Ist aber schwierig. Weil Geh ein bisschen, dann entweder geht es ein bisschen weiter rein. wohin? Weiß ich Ping mal, nicht, ich habe nach Bewegung hier oder 5. so. Also hinter den Golem ein. Ja, weil ich muss ja auch noch irgendwie reinlaufen nachher. Oder warte. Ja, komm, ist okay. Mach einfach. Ja.
Versucht er nochmal sein Glück, wa? Ja, man zieht jetzt natürlich einen Nachteil. Also zwei Flüche habe ich noch. Nice. Das reicht. Ach, guck mal, passt doch. Da kriegt sogar noch die Vergeltung. Halb so wild. Nice. Hä? Wo kommt der denn her? Ey, da spawnen ja neue. Wir müssen das Ding in der Mitte kaputt machen. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist ja ekelhaft. Okay. So, die Folge wird ein bisschen länger, aber ich... Oh Gott. Bewegung 7 ist kacke. Einer macht sie auch noch unsichtbar. Oh Gott. Ja, 7 ist Quatsch, da braucht man sich nicht beschleunigen für. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da machen die sich alle unsichtbar. Ah, das war nicht schlecht. Ja, dann machen wir doch, betäuben wir doch einfach den hier. Finde ich gut. Dann macht er die Runde nix. Brauchst du ein Element oder so für die nächste Runde? Keine Ahnung. Ah, lass uns. Ja, das war mir klar, dass der auf den geht. Soll er aber nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Sondern, wie muss ich den denn stellen? Jetzt einfach hier vor? Ja. Dann müsste der eigentlich das Ding angreifen. Das hat wahrscheinlich eine Ini von 99, bin mir nicht sicher. Ja. Nice. So, dann schauen wir mal, wie viele Flüche da rumkommen. Das ist okay. Ich gehe mal dahin, damit ich gegebenenfalls das Ergebnis auf mich haut, ne? Und dann hole ich mir auch sehr heroisch von dir. Meine sind noch nicht alle abgenutzt, ne? Die Gegenstände kann ich noch benutzen. Ach, da habe ich mich wieder dämlich hingestellt jetzt für die Runde. Egal. Ich habe einen Angriff 5 auf Reichweite oder ich laufe jetzt. Einen Fluch hast du noch. Ja, ich wollte eigentlich den hier angreifen und den anderen. Was? Ich wollte den unten, der jetzt unsichtbar ist, den kann ich nur gerade nicht angreifen. Ja. Das heißt, ich werde jetzt auch rangehen. Und dann draufhauen. Und dann draufhauen, ja. Nicht lange fackeln hier, keinen Scheiß machen. Da ist er. Ach. So, mal gucken, ob wir es schaffen. Ja, das ist natürlich die
Diese scheiß Nachtdämonen. Ja. Nachtdämonen sind jetzt böse. Kurz gucken. Drei Ziele greift er auf Reichweite 3 an. Ach du ja, Scheiße. Toll. Der Elite-Tiefenschreck, ey. Ja, wir können nur noch jetzt versuchen, da drauf zu kloppen. Mehr geht nicht mehr. Mehr ja, geht komm, nicht mehr. 4 Damage sind 4 Damage. Ja, mehr kann ich nicht machen. Es ist leider so. Jetzt verlieren wir Karten. Oh oh. Zwei Damage kriegt er noch. Kriegt so er noch zurück. Mal wieder sichtbar. Er wird jetzt gleich wieder sichtbar, wenn er fertig ist. Ach, wir kriegen hier alle Damage. Ja, das war's mit der Karte, genau. Scheiße. Der macht dadurch, dass der wegen dem Ding macht, er noch Schaden, ja. Jetzt wird's haarig. Yep. Gut, dass ich noch. Ja, jetzt müssen wir da drauf gehen, weil das ja, kann man sicher. Natürlich. Das ist ja auch dafür da, dass man das nicht jetzt machen soll, ja. Das ist zum Heulen, wenn der so zieht. Ja, gut. Ich glaube trotzdem, dass wir das diese Runde packen. Nice. Guck mal. Sehr schön. Da, kannst du noch laufen? Ja, geil. 1, 2, 3, 4, nimm den Schatz mit. Warte, das ist hier die untere Aktion. Dann kannst du nur noch die obere machen, die ist egal. Ja. Schwupp. Das ist doch mal cool, ey. Hier ist eine Falle drin so. Ist egal, das brauchst du nicht machen. Nein. Vielleicht krieg ich aber noch ein EP. Ja gut, hätte du machen können. Hab ich nicht gesehen. Damage. Robe der Beschwörung. Ja, wie geil ist das denn für die Beschwörerin, die Robe der Beschwörung? Sehr cool. Ja. Warte mal. Wieso sind die jetzt alle noch... Ja, das ist die letzte Runde. Alles gut. Schmeiß eine Karte ab. Kann ich nicht, muss zwei. Ja. Verbrennen. Nice. Mit einem letzten Schlag zerreißt die Säule aus schwarzen Tentakeln. Die Tentakel winden sich zuckend, warum auch immer es Tentakel sein müssen, während sie sich schnell aus der Höhle zurückziehen, als würden sie in den Himmel stürzen. Der Boden bebt, unter euch bilden sich Risse und ihr hört ein lautes, knirschendes Geräusch, während die ganze Höhle wackelt und beginnt einzustürzen. Boah. Schön. Oh, was habe ich denn da gemacht? Alles. Ich hab fast alles. Da gibt's ja nicht. Da muss ein Screenshot von machen.
Rekord im Gegner töten, Damage verursachen, Schaden erleiden, Goldhaufen plündern, Truhen plündern und IP erhalten. Ja. Ja? Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Und was haben wir da unten? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Alle haben? Oh, alle haben es geschafft und die Termite und ich. Oh oh, heißt das, die Termite geht jetzt in Rente? Könnte sein. Oh nein! Es könnte tatsächlich sein. Ich wusste gar nicht, dass er es geschafft hat. Ich habe nicht drauf geachtet am Ende. Aber es ist doch geil. Also das war ein gutes Ende. As true panic sets in, the Termite geht into the crooked bone, with Hale standing in front of you. Als die Panik euch gerade übermannt, werdet ihr in den Krummknochen zurückgeschleudert und seht Hale vor euch stehen. Die Verbindung hat sich schneller aufgelöst, als ich erwartet hatte. Ihr hattet Glück, dass ich euch da rausholen konnte, bevor alles einstürzt. Die Einstimmung ist dafür ganz sicher aufgehoben. Das Artefakt ist im Gleichgewicht. Hale nimmt das Gefäß in die Hand und inspiziert es genau. Ein wahres Wunder. Aber ganz ernst gemeint, wenn ihr wissen wollt, wer es auf diese Weise eingestimmt hat, habe ich vielleicht etwas für euch. Sie stellt das Gefäß ab, greift eine Karte aus der Luft und legt sie auf einen klapprigen Tisch. Als die Verbindung zur Ebene der Nacht durchtrennt wurde, habe ich kurz gespürt, wie das Artefakt von drei Orten angezogen wurde. Es diente als Energiequelle, aber als die Quelle versiegte, endete auch die Anziehung. Ich konnte die Orte dennoch lokalisieren, fährt Hale triumphierend fort und markiert sie auf der Karte. Hier im Nebelmeer, tief unter der Oberfläche, einer in der finsteren Teil des Dolchweisels und einer hoch oben auf dem Gipfeln des Kupferkamms. Hale richtet sich auf und greift nach dem Artefakt. Ich bewahre das hier so lange auf. Ihr seht sie missbilligend an. Schon gut, sagt sie. Behaltet ihr es. Bei euch ist es eh sicherer. Versprecht mir nur, dass ich es mir später genau ansehen darf. 14 zusätzliche EP, okay. Sklavenpferche. Sklavenpferche. Ups, halt, tückische Kluft. Drakennest. Helfende Hand. Ja. 50%, die Termite ist in Rente. Mechanikus hat seine persönliche Quest erfüllt und ist nicht mehr gewillt, Ruinen voller Monster zu erkunden. Wieso denn nicht? Ruhestand verkünden. Du wirst für all die Taten in Erinnerung bleiben, die du vollbracht hast. Die Kreaturen, die du besiegt hast, die Pläne, die du vereilt hast. Ein so großartigen Söldner wie dich hat es sicher noch nicht gegeben. Um zur Legende zu werden, musst du die übrige Welt der Geschichten gehören und deine Fertigkeiten. Bla bla bla. Ja, wir schalten die Bardin frei und kriegen einen Wohlstand. Sweet, sweet. Willst du die weibliche Termite dann auch da mit reinnehmen? Ja, das müssen wir dann beim nächsten Mal entscheiden. Ah. Okay, ja, das war doch ein erfolgreiches Abenteuer, auch ein bisschen länger als sonst. Deswegen machen wir jetzt schnell Schluss, damit es nicht ganz so lang wird. Beim nächsten Mal müssen wir unsere Söldnertruppe wieder erweitern. Oder auffüllen, sagen wir mal besser. Ne? Macht's gut, bis dahin und ciao.